alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er Partner für euch schuf aus euch selbst, auf dass ihr Frieden in ihnen findet. Und er hat Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. 20 Kilometer nördlich von Mekka, auf der Route zu Medina, in einem Ort namens Sarif, befindet sich ein altes Grab. Dieses Grab ist heute ein Zeugnis. Ein Zeugnis der Liebe, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiner Familie schenkte. Denn das Grab gehört zu Hazrat Maimuna bint al-Haris radhiyallahu anha, einer verwitweten Frau, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam heiratete. Die Ehe war leider nur von kurzer Dauer, denn 3 Jahre später verstarb der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die Liebe, die er im Herzen von Hazrat Maimuna radhiyallahu anha hinterlassen hat, die wird für immer in Erinnerung bleiben. Als Hazrat Maimuna radhiyallahu anha 50 Jahre nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Alter von über 80 Jahren im Sterbebett lag, äußerte sie ihren innigsten Wunsch. Und er ist gewesen, an dem Ort begraben zu werden, an dem sie dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal begegnet war. Az-Zuhri Anwar radiyallahu ta'ala ibn Aziz sagt über diese Begebenheit: Worauf beruhte diese tiefe Liebe und Zuneigung, die sie für ihn empfand? Es lag an der liebevollen Behandlung, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr entgegenbrachte. Obwohl sie eine Witwe war und aus einem anderen Volk stammte, verlieh er Status, Liebe und Respekt. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sie sich an die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnerte und vor ihrem Tod beschloss, dass sie schließlich zurückkehren und an genau demselben Ort beigesetzt werden wollte, an dem sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal begegnet war. Hazur sagt, das ist wahre Liebe. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ehe mit Hazrat Aisha radhiyallahu anha mit der Ehe von Abu Zar'a und Umme Zar'a verglich, also einem besonders vorbildlichen und fürsorglichen Ehepaar aus arabischen Anekdoten und Erzählungen, dann erwiderte Hazrat Aisha radhiyallahu anha sehr liebevoll. Sie sagte: O Gesandter Allahs, nein. Ihr seid für mich viel besser als Abu Zar'a. Die freundschaftlichen und spielerischen Wettrennen zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Aisha radhiyallahu anha, in denen mal der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gewann und mal Hazrat Aisha radhiyallahu anha, das Helfen im Haushalt, das Pflegen der Familienbande, seine Genügsamkeit, seine Milde, denn er war nie schroff, weder wurde er niemals handgreiflich gegenüber seinen Frauen. All dies sind nur einige von vielen Zeugnissen aus dem Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die zeigen, dass seine Ehe und all seine Ehen mit den Eigenschaften geschmückt waren, die soeben in dem Vers rezitiert erwähnt wurden, nämlich Frieden, Liebe und Zärtlichkeit. Liebe Zuhörer, die für uns relevante Schlüsselfrage ist: Was sind die Zutaten aus der islamischen Lehre,
die uns zu diesem harmonischen Zustand führen, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch erreicht hatte und von dem der heilige Koran spricht, nämlich Frieden, Liebe und Zärtlichkeit, dass diese Eigenschaften darin vorhanden sind. Die islamische Lehre durch ihre Gebote bietet uns die Baumaterialien, mit denen wir für unsere Ehe eine Festung bauen können, also ein Schloss bauen können. Und diese Festung, die kann uns dann von Gefahren und Übel schützen. Und mein Anliegen ist es, Ihnen neben zwei grundsätzlichen Aspekten 8 Zutaten für eine harmonische Ehe aus den islamischen Lehren zu präsentieren, von denen wir alle profitieren können. Möge Allah Ta'ala es mir ermöglichen. Amen. Bevor wir in diese Thematik einsteigen, ist es sehr essentiell, die Wichtigkeit der Heirat im Islam zu betonen. Die islamische Lehre legt großen Wert auf die Ehe und vergleicht sie mit einer sicheren Festung, in die sich die Eheleute begeben. In einem Vers aus dem Heiligen Koran, der bei der Nikah-Zeremonie rezitiert wird, da heißt es: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der aus einem einzigen Wesen euch erschaffen hat. Aus diesem erschuf er ihm sein Paarwesen und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich vermehren. Allah, also so, davon spricht dieser Vers, Allah hat Mann und Frau durch ein einziges Wesen erschaffen. Durch die Ehe kommen beide Geschlechter ihren Urzustand wieder näher. Und Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt diesbezüglich Folgendes: Da es sich um zwei Teile desselben Wesens handelt, wird das Wesen selbst unvollständig bleiben, solange diese beiden Teile nicht vereint sind. Also durch die Ehe wird ein natürlicher Zustand erreicht. So lässt der Islam für unnatürliche Konzepte wie dem Zölibat keinen Raum. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Die Ehe ist Teil meiner Sunna. Und wer meine Sunna nicht befolgt, hat nichts mit mir zu tun. Dem Gebot der Ehe gab er so viel Wertung, dass er sie als Hälfte der Religion bezeichnete. Also aus den islamischen Lehren heraus ist es eindeutig, dass das Heiraten ein Gebot Allahs ist und man absichtlich die Heirat nicht vermeiden sollte. Es gibt aber trotzdem Personen, die aufgrund von Traumata sich vornehmen, nicht zu heiraten, oder andere, die trotz Absicht keinen Partner finden. Lassen Sie uns für all diese Brüder und Schwestern beten. Mögen sie neue Hoffnung schöpfen und möge Allah für sie neue Wege öffnen, damit sie dem Gebot Allahs folgen können und mit einem harmonischen Eheleben gesegnet sind. Amen. Liebe Zuhörer, jetzt komme ich zu den zwei wichtigen Grundlagen. Die wichtigste Grundlage für eine harmonische Ehe ist Taqwa, also ein Bewusstsein für die Liebe und Furcht vor Allah im Herzen zu tragen. Das ist, was Taqwa bedeutet. Zum Anlass des Nikahs werden 4 Verse rezitiert, worin 5-mal die Rede von Taqwa ist. Jemand, der Taqwa im Herzen trägt, wird jegliche Handlungen mit großer Vorsicht ausführen und ständig die Sorge tragen, dass die Rechte des Nächsten nicht verletzt werden. Daher wird in den Nikah-Versen so viel Wert darauf gelegt. Hazur Anwar Ayyad Allah Ta'ala bin Assaziz sagt bezugnehmend auf die Nikah-Verse und Taqwa: Er sagt, wenn du wirklich Liebe und Furcht vor Gott hast, vor dem geliebten Gott, der sich von deiner Geburt an, ja sogar schon von vor deiner Geburt, um all deine Bedürfnisse gekümmert hat, dann wirst du immer das tun, was ihm gefällt. Und infolgedessen wirst du ein Empfänger seiner Segnungen sein. Kurzum: Wenn man das Bewusstsein für Allahs Gleichwertigkeit im Herzen entwickelt, dann wirkt sich das auf all unsere Handlungen aus und somit auch auf die Ehe. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, der grundsätzlich ist neben Taqwa. Und das ist die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Denn in diesem Vers heißt es auch: Khalaqakum min nafsim wahidatin. Er hat euch aus einem einzigen Wesen erschaffen. Da beide Geschlechter 2 Hälften eines einzigen Wesens sind, sind sie absolut gleichwertig. Für beide Ehepartner ist diese Erkenntnis grundlegend. Es ist wichtig, diese Überzeugung zu haben, damit sie eine harmonische Ehe genießen können. Oft ist es so, dass es die Männer sind, die Frauen als minderwertig betrachten. Und solch eine Geisteshaltung steht nicht nur im Widerspruch zum Islam, sondern führt zu einem Verhalten, welches letztendlich das Eheleben schädigt.
die Gleichwertigkeit von Mann und Frau bedeutet nicht, dass Mann und Frau keine unterschiedlichen Verantwortungen haben. Der Heilige Koran ist da eindeutig, dass Mann und Frau jeweils ihre eigenen Anstrengungen haben. So liegt die erste Priorität für die Versorgung der Familie beim Mann und für das Umsorgen der Kinder bei der Frau. Keineswegs darf es zu einer Konstellation kommen, die schädlich für die Erziehung der Kinder ist. Denn die Kinder formen die Gesellschaft von morgen. Das ist, was auch Hazur heute in seiner Ansprache immer wieder betont hat. Nach diesen Ausführungen, die vorrangig die Wichtigkeit der Ehe und die grundsätzliche Geisteshaltung beschreiben, kommen wir jetzt zum praktischen Teil, der das Fundament für eine harmonische Ehe bildet. Die erste Zutat und der wichtigste Schritt für ein harmonisches Eheleben ist das Dua, das Bittgebet. Der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, ein Vorbild für uns, er sagte, dass es kein Gebet gibt, in dem er nicht für seine Familie betet. So sollte das auch unsere Praxis sein. Allah Ta'ala hat uns im Heiligen Koran ein Gebet für unser Familienleben beigebracht. Die Übersetzung dieses Gebets ist: Unser Herr, gewähre uns an unseren Frauen und Kindern Augentrost und mache uns zu einem Vorbild für die Rechtschaffenen. Dieses Gebet sollten wir immer wieder rezitieren. Verheiratete und auch unverheiratete Personen sollten dieses Gebet immer wieder beten, denn irgendwann wird es zur rechten Zeit Akzeptanz bei Allah finden. Und dazu gibt es eine interessante Begebenheit. Mir Nasir Nawab Sahib, jemand fragte ihn, wie und welche Taten haben Sie vollzogen, dass Sie die Ehre bekommen haben, dass der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, zu Ihrem Schwieger, dass der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, zu Ihrem Schwiegersohn wurde. Das wurde ihm gefragt. Er antwortete: Als meine Tochter geboren wurde, also die Frau von dem verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, als sie geboren wurde, habe ich mit solch einem Herzschmerz zu Allah gebetet, wie ein Lamm es erspürt, wenn es geschlachtet wird. Und ich betete: O Allah, kümmere dich selbst um sie und segne sie mit solch einem Rang, den niemand zuvor auf der Welt erlangt hat. Wir sehen, wie Allah viele Jahre später dieses leidenschaftliche Gebet in Erfüllung gehen ließ, als der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, zu seinem Schwiegersohn wurde. Alhamdulillah. Die zweite Zutat für ein harmonisches Eheleben ist das Istikhara-Gebet. Istikhara bedeutet, dass man von Allah das Gute erfragt. Es sollte eigentlich ein alltägliches Mittel für Ahmadi-Muslime sein. So auch, wenn es um die Heirat geht. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, stellte aber schon zu seiner Zeit fest, er sagte: Heutzutage kümmern sich die Menschen nicht darum, das Istikhara-Gebet zu verrichten, obwohl es ihnen genau wie das Gebet gelehrt wurde, also das Salat gelehrt wurde. Wir sehen, dass es hier in der Gesellschaft Menschen gibt, die nach einer jahrelangen Beziehung, nachdem sie sich ergiebig kennengelernt haben, entscheiden, sie zu heiraten. Aber dennoch ist das Kennenlernen kein Garant für eine erfolgreiche Ehe, da es unter diesen Paaren auch immer wieder zu Scheidungen kommt. Das Wissen des Menschen ist nun mal begrenzt. Der Mensch weiß nie, ob jemand wirklich die richtige Person für einen ist oder nicht. Aber Allah weiß es. Allah ist allwissend. Deshalb sollte man Allah fragen, was gut für uns ist. Und genau dafür gibt es das Istikhara-Gebet, aus welchem wir Nutzen ziehen sollten. Die dritte Zutat für eine harmonische Ehe ist die richtige Entscheidung bei der Partnerwahl. Und hierzu möchte ich erstmal ein wenig ausholen. Wir sehen auf der Welt, dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Lebensziele haben. Andere leben aber von Tag zu Tag und sehen keinen Sinn im Leben oder sind unbekümmert darüber. Allah sagt aber im Heiligen Koran, dass er die Schöpfung nicht zum Zeitvertreib oder ohne Sinn erschaffen hat. Allah Ta'ala sagt: Ich weiß, was ich erschaffen habe und warum ich es erschaffen habe. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Also wurden wir erschaffen, dass wir Allah Ta'ala anbeten, seine Eigenschaften verinnerlichen und so eine lebendige Beziehung zu Allah aufbauen. Das ist der Sinn des Lebens, definiert durch unseren Schöpfer selbst.
Nun, wie unvernünftig wäre es, wenn wir den von unserem Schöpfer für uns definierten Sinn und Zweck ignorieren und uns andere Ziele fürs Leben setzen. Wenn der Mensch den für ihn definierten Sinn nicht erfüllt, kann er niemals glücklich werden. Mit diesem Gedanken im Hintergrund sollte man sich einen Ehepartner suchen, mit dem man den Sinn des Lebens teilt, so dass man das gleiche Ziel verfolgt und auf der Reise des Lebens sich gegenseitig unterstützt. Wenn man den Mount Everest besteigen möchte, dann muss man sich mit jemandem zusammentun, der das gleiche Ziel verfolgt. Es wäre keine große Hilfe, sich mit jemandem zusammenzutun, der einen völlig anderen Berg besteigen möchte. So ist es auch mit dem Sinn des Lebens. Wenn man diesen teilt, dann kann man sich gegenseitig auf der Reise des Lebens unterstützen. So sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in einer wunderschönen Überlieferung. Da heißt es: Möge Allah dem Mann gnädig sein, der nachts aufsteht und betet und seine Frau weckt und sie betet. Und wenn sie sich weigert, besprenkelt er ihr Gesicht mit Wasser. Und möge Allah der Frau gnädig sein, die nachts aufsteht und betet und ihren Mann weckt und er betet. Und während er sich weigert, besprenkelt sie sein Gesicht mit Wasser. Nun, wenn Ehemann und Ehefrau nicht ein gemeinsames Ziel haben, dann wird dieses beschriebene Verhalten nicht möglich sein, da der Ehepartner gereizt oder sogar zornig reagieren würde. Ohne einen gemeinsamen Sinn ist es so, als würden beide an einem Seil in entgegengesetzte Richtung ziehen. Die Konsequenz wird sein, dass eines Tages das Seil reißen wird. So ist es auch mit der ehelichen Beziehung. Hat man kein gemeinsames Ziel, steht die Ehe unter Spannung oder scheitert sogar. Die islamische Lehre gibt uns sehr klare Richtlinien für die Partnerwahl. Diese Kriterien bilden einen weiteren Grundstein für eine harmonische Ehe. Es gibt unter uns Personen, die bereits hier schon einen Fehler begehen, da sie trotz der sehr klaren Warnung des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, seinen Rat nicht befolgen. Denn der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat neben der Anweisung, dass bei der Partnerwahl Gemeinsamkeiten berücksichtigt werden sollten, hat er uns eine sehr wichtige weise Anweisung mitgegeben. Er hat gesagt, es gibt 4 Gründe, sich mit einer Frau vermählen zu lassen. Entweder wegen ihres Reichtums oder wegen ihrer Familienzugehörigkeit, wegen ihrer Schönheit oder wegen ihres Glaubens. Aber du sollst eine gläubige Frau bevorzugen. Dadurch wirst du glücklich bleiben. Ansonsten wirst du immer von Schwierigkeiten geplagt werden. Die Frauen ansprechend sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn ein Mann mit guter Moral und Frömmigkeit mit einem Heiratsantrag kommt, sollte sein Angebot angenommen werden. Und er wollte der Fragesteller noch eine Frage stellen, nochmal nachhaken, und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wiederholte die gleiche Antwort 3-mal. Dann sagte auch eine fromme Frau, bezeichnete der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, von all den Versorgungen der Welt als die beste Versorgung. Daher ist es aus diesen Überlieferungen eindeutig, dass bei der Partnerwahl das Kriterium der Frömmigkeit einer Person über alles andere priorisiert werden sollte. Nur so ziehen beide Ehepartner an einem Strang. Die 4. und sehr wichtige Zutat für eine harmonische Ehe ist die Tugend der Wahrhaftigkeit. Hazur hat das auch heute angesprochen. Der heilige Koran fordert uns in den Nikah-Versen auf, die unmissverständliche Wahrheit zu sprechen. Wenn man heiratet, dann schaut man optimistisch, hoffnungsvoll in die Zukunft. Man möchte eine Familie gründen und sie erfolgreich aufziehen. Wenn aber vor der Heirat bestimmte Dinge verheimlicht werden, wie physische und psychische Krankheiten, Schulden oder andere Gewohnheiten, die auch einen Einfluss auf den Ehepartner haben können, zum Beispiel sei es auch nur das Rauchen, dann entsteht ein Gefühl der Enttäuschung. Der Gedanke macht sich breit, dass man betrogen wurde, weil die Krankheit oder die Schulden verheimlicht wurden. Jedes Mal, wenn es dann zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt, fühlt man sich daran erinnert, dass der Ehepartner bestimmte Dinge vor der Heirat verheimlicht hatte. Man fühlt sich betrogen. Und so fällt es schwer, auch kleinere Streitigkeiten beiseite zu legen. Für ein gutes Fundament ist es wichtig, dass man stets die Wahrheit spricht und nichts verheimlicht.
was später die Ehe negativ beeinflussen könnte. Das wiederum bedeutet nicht, dass man all seine Schwächen offenlegt. Denn Allah Ta'ala ist Sattar. Er verdeckt unsere Schwächen. Daher sollten wir sie nicht selbst offenlegen. Sondern hier geht es um die Offenlegung solcher Aspekte, welche im Nachhinein den Ehepartner betreffen und sich negativ auf ihn auswirken können. Nicht nur vor der Ehe ist es wichtig, die Wahrheit zu sprechen, sondern auch nach der Ehe. Der Schaden für die Ehe, der durch den Vertrauensverlust entsteht, wenn gelogen wird, ist viel, viel größer als der temporäre Vorteil einer Lüge. Außerdem ist die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau so innig und so intim, dass früher oder später die Wahrheit so oder so zum Vorschein kommt. Irgendwann führt das zu einem Vertrauensbruch. Jedes Mal, wenn der Ehepartner was sagt, dann denkt man sich, keine Ahnung, ob er die Wahrheit sagt oder ob sie die Wahrheit sagt, weil sie ja mich schon mal angelogen hatte oder er mich schon mal angelogen hatte. Und wenn dieses Misstrauen gesät ist, dann können die Eigenschaften, die Merkmale, die Allah Ta'ala in diesem Vers erwähnt hat, Frieden, Liebe und Zärtlichkeit, ist es unmöglich, dass sie entstehen, weil einfach das Vertrauen fehlt. Wenn wir die Wegweisung Allahs für eine harmonische Ehe weiter folgen, dann finden wir im Heiligen Koran in den folgenden Vers die fünfte Zutat für eine harmonische Ehe. Der Vers beschreibt die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau mit einem sehr schönen Gleichnis. Es heißt, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Das Gewand, oder in anderen Worten die Kleidung, hat die Funktion, dass sie unsere Scham und Makel bedeckt. Sie hat die Funktion, dass sie ein Mittel zur Schönheit ist. Sie hat die Funktion, dass sie uns vor Witterung schützt. Die Botschaft mit diesem Gleichnis ist, dass Ehepartner und Ehefrau ebenfalls die Funktion der Kleidung mit ihrem eigenen Verhalten umsetzen sollten. Das bedeutet, dass man die gegenseitigen Schwächen und intime Angelegenheiten, die zwischen Ehemann und Ehefrau gehören, nicht an Verwandte, Bekannte und Freunde tragen sollte. Kurzum, jegliche Formen der Bloßstellung müssen vermieden werden. Denn die Kleidung, haben wir gerade gehört, ist doch ein Mittel zur Schönheit. So sollten Ehemann und Ehefrau dafür sorgen, dass beide glücklich sind. Und die versuchen beide sich gegeneinander glücklich zu machen und die Stärken und Qualitäten vom Ehepartner zur Geltung zu bringen. Dann wissen wir, dass die Kleidung uns vor der Witterung schützt, also vor Hitze und Kälte. So sollten auch Ehepartner sich ebenfalls vor dem Wetter der Emotionen schützen. Zum Beispiel vor der Hitzköpfigkeit und Kaltherzigkeit einer Person. Denn die kann dem Ehepartner tiefe Verletzungen zufügen. Das Gewitter der Emotionen ist ein Grund, weshalb viele Ehen belastet sind. Zorn und Wut spielen dabei eine große Rolle. Dabei sollte man stets in Erinnerung behalten, dass der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, geschrieben hat, dass der Zorn die Vernunft verdrängt. Es ist unmöglich, dass Zorn und Vernunft zur gleichen Zeit vorhanden sind. So sollte man sich bewusst machen, wenn man dabei ist, zornig zu werden, dass man im Zustand des Zornes weder sich vernünftig verhalten kann, noch vernünftige Entscheidungen treffen kann. Hilfreich ist es dabei, sich das Bedauern vorzustellen, das man im Nachhinein empfindet, wenn man zornig und wütend gewesen ist. Dieses Gefühl des Bedauerns vorwegzunehmen, kann zusammen mit der Frage, ob es überhaupt einen Mehrwert hat, zornig zu werden, dabei helfen, sich zu beherrschen. Den Zorn zu unterdrücken und zu beherrschen, ist die sechste Zutat, die zu einer harmonischen Ehe führt. Hazur Anwar Yadallahu Ta'ala ibn Aziz sagte diesbezüglich oder erzählte von einer Geschichte eines jungen Mädchen, dass ein Ehepaar streiten sah. Die haben sich gestritten, die waren wütend und sie hat sehr erstaunt geguckt. Das haben die Ehepartner bemerkt. Dieses Ehepaar hat das bemerkt und hat das Mädchen angesprochen, warum sie so erstaunt schaut. Streiten sich denn nicht ihre Eltern? Und sie antwortete, klar streiten sich auch meine Eltern. Aber wenn meine Mutter wütend ist, dann schweigt mein Vater. Und wenn mein Vater wütend ist, dann schweigt meine Mutter. Ein weiterer Grund für das Scheitern vieler Ehen ist der Mangel an Toleranz. Die Toleranzgrenze zu erweitern ist daher die siebte Zutat für eine harmonische Ehe. Wir sehen, dass Geschwister
zwar in einer Familie, in einem Umfeld aufwachsen, aber trotzdem können sich die Gemüter und die Gewohnheiten stark unterscheiden. Wenn innerhalb der Familie die Unterschiede so groß sein können, dann ist es doch selbstverständlich, dass der Ehepartner aus einer anderen Familie und Umfeld sich stark von einem selbst unterscheiden kann. Nehmen wir mal an, der Ehepartner ist 25 Jahre alt. Dann ist es wichtig zu verstehen, dass es 25 Jahre gedauert hat, bis sich die Persönlichkeit dieser Person entwickelt hat. So sollte man auch die Geduld und Toleranz haben, dass es auch Jahre dauern kann, dass Gewohnheiten sich ändern. Wenn wir uns selbst betrachten, dann sehen wir, wie schwierig es ist, bestimmte Schwächen beiseite zu legen und zu überwinden. Manchmal kann das Jahre dauern, obwohl wir Macht und Entscheidung, wir können entscheiden über unsere Handlungen, aber trotzdem fällt es so schwierig. So sollte man auch die nötige Nachsicht und Toleranz für den Ehepartner aufbringen. Die achte Zutat für eine harmonische Ehe ist eine positive Grundeinstellung. Dabei sollte man nicht ständig die Makel des Ehepartners suchen und bei jeder Gelegenheit sticheln. Sticheleien sind wie Gift für die Ehe. Am Anfang ist es vielleicht ein kleiner Spaß, aber nicht umsonst heißt es sticheln, weil es ja irgendwo einen reizt. Ist man in einer guten Stimmung, dann steckt man sie leicht weg, aber manchmal ist man erschöpft und gestresst oder besorgt, dann können Sticheleien das Fass zum Überlaufen bringen. Jedenfalls nehmen Sticheleien schleichend immer mehr Raum ein und werden letztendlich zu einer Gewohnheit, die gesamte Ehe prägt und belastet. Und dann bleibt kein Raum mehr für nützliche Gespräche über Bildung, über Islam, Gespräche, die Ehe stärken, dafür bleibt dann gar kein Raum mehr. Und wenn es dann mal Streitigkeiten gibt, die man normalerweise leicht überwinden könnte, werden die vom Ehepartner gemachten Sticheleien in Erinnerung gerufen und verletzen einen noch mehr. Von einer harmonischen Ehe, die einen Frieden, Liebe und Zärtlichkeit einen schenkt, davon ist man dann weit entfernt. Für eine harmonische Ehe ist es notwendig, dass man eine positive Grundeinstellung hat und die Makel und Schwächen des Partners ignoriert und das Augenmerk auf die Qualitäten der Person legt. Und diesbezüglich sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Gläubiger darf seiner Ehefrau gegenüber nicht abgeneigt sein. Wenn er eine ihrer Eigenschaften nicht mag, wird er mit einer anderen zufrieden sein. Dieser Rat, wenn umgesetzt, entfaltet eine sehr große Wirkung, die in der Ehe zu einer freundlichen und versöhnlichen Atmosphäre führt. Liebe Zuhörer, das sind nur einige Aspekte der islamischen Formel gewesen, die uns zu einer harmonischen Ehe führen, die geprägt ist von Frieden, Liebe und Zärtlichkeit. Verinnerlichen wir die islamische Lehre auf eine Art und Weise, dass sie sich auf unser Leben auswirkt, dann können wir davon reichlich profitieren. Ohne Umsetzung wird die Lehre keine Wirkung entfalten können. Und die Festung der Ehe wird Brüche erleiden, so wie das aktuell in der Gesellschaft, in der wir leben, der Fall ist. Die Statistiken zeigen, dass letztes Jahr die Zahl der Eheschließungen in Deutschland auf den zweitniedrigsten Stand seit 1950 ist. Dabei liegt das durchschnittliche Heiratsalter auf neuem Höchststand. Niemand heiratet mit der Absicht, sich zu trennen. Dennoch wird jede dritte Ehe in Deutschland im Schnitt nach circa 15 Jahren geschieden. Dabei sind jedes Jahr über 100.000 Kinder betroffen. Die Institution der Ehe selbst ist in der heutigen Zeit in der Krise. Eine Institution, die ausgehöhlt wurde durch einen Lebensstil, in dem der Mensch maximale Freiheiten genießen möchte, aber mit möglichst minimaler Verantwortung und Verbindlichkeiten. In einer Welt, wo es meist um die eigenen Rechte geht, als sich um die Rechte des Nächsten zu sorgen. Liebe Zuhörer, wir und unsere Kinder sind nicht automatisch oder durch irgendeinen Zauber geschützt vor diesen Herausforderungen, sondern können nur von der islamischen Lehre profitieren, wenn wir nicht nur Kenntnis über sie haben, sondern diese Lehre auch tatkräftig in unserem Leben umsetzen. Die Zutaten müssen der Ehe, unseren Ehen zugefügt werden. Hazur Anwar, ayyadallahu ta'ala bin Nasir Aziz, sagt zu einem Anlass, und damit komme ich auch zu einem Schluss, dass an erster Stelle das gemeinschaftliche Gebet, er hat das gemeinschaftliche Gebet angesprochen und gesagt, dass das Nichtverrichten des gemeinschaftlichen Gebets als Ursache für die Ursache für den Unfrieden in der Familie ist. Das Gebet wirkt wie ein Schutzschild, da es in unserem Herzen Taqwa entstehen lässt. Durch Taqwa immunisieren wir uns vor jeglichen Schwächen, die unser Familienleben befallen können.
Allah sagt in Surah Nur, dass die Haushalte, in denen Allah gedacht wird, dass diese spirituell emporgehoben werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Haushalte, in denen Allah nicht gedacht wird, Haushalte, in denen nicht gebetet wird, dass diese in den Augen Allahs tief fallen. Lassen Sie uns zu denen gehören, die ihre Häuser mit den Gedenken Allahs schmücken, so dass wir Allahs Wohlgefallen erlangen und ein harmonisches Eheleben pflegen und mit Nachkommenschaft gesegnet sind, die zu Dienern Allahs und seiner Schöpfung werden, so dass zukünftige Gesellschaften reformiert werden. Möge Allah uns ermöglichen, die islamischen Lehren in unserem Leben umzusetzen, so dass unsere Ehen von Frieden, Liebe und Zärtlichkeit erfüllt sind. Amen.